Wenn man mal die Flächen vergleicht, die ein Mensch je nach Ernährungsform für seine Lebensmittel benötigt, dann sind das bei Veganern eine Fläche von 680 Quadratmetern, bei Vegetariern ist das das Dreifache mit 2040 Quadratmetern. Allesesser benötigen 12.240 Quadratmeter Fläche. Das ist einfach das 18-fache. Wenn man da mal ganz rational drüber nachdenkt, dann ist die Haltung von Tieren vor allem eins: ineffizient. Fleisch- und Milchprodukte liefern nämlich gerade einmal 18% aller Kalorien und 37% der Proteine. Und wenn man dann bedenkt, dass bereits 11% der Weltbevölkerung Hunger leiden, das sind 821 Millionen Menschen und es werden ja auch immer noch mehr Menschen auf der Welt, dann denkt man sich, dass man die Fläche vielleicht ein bisschen sinnvoller nutzen könnte. Aber da gibt es noch ein anderes Problem und das heißt Wasser. Die Erde besteht zwar zum Großteil aus Wasser, allerdings gelten davon nur 2,5% als Frischwasser und davon sind wiederum 2/3 unerreichbar. Wasser ist deswegen eine kostbare Ressource, dessen Verknappung schwerwiegende Folgen haben kann. Bisher ist das schon so, dass 2 von 5 Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und vor allem die landwirtschaftliche Nutzung schmälert das Vorkommen von sauberem Wasser. Für 1 Kilogramm Rindfleisch braucht man zum Beispiel im Durchschnitt über 15.400 Liter Wasser. Damit könnte man sich ein Jahr lang täglich duschen. Die Wassermenge liegt dabei nicht am Durst der Tiere, sondern vor allem am Wasserverbrauch für den Anbau des Futters. Rindfleisch ist aber auch deutlich an der Spitze des Wasserverbrauchs. Schweinefleisch kommt auf knapp 1/3 davon, nämlich auf gut 4.800 Liter. Bei Hühnerfleisch sind es 3.900 Liter. Vegetarisch lebt es sich da nicht unbedingt besser. Käse benötigt nämlich auch 5.000 Liter, aber auch der Anbau von Reis verbraucht viel Wasser, ganze 3.400 Liter. Es gibt aber auch etwas, das alles andere in den Schatten stellt. Kakaobohnen. Die verbrauchen ganze 27.000 Liter Wasser. Wenn man sich so die ökologischen Folgen der Nutztierhaltung anschaut, merkt man schnell, das ist nicht so richtig klug.